da sehen wir vom letzten Mal. Wir haben Blinker gerade aus, ne? Bum, 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 bum. Yes! Geschafft. So, 9000. Event gab es nichts. Wir haben Astra, gab es noch Infahrer. Das haben wir hier selber gemacht. Die haben gut eingenommen. Nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal. Östlicher Bezirk 60.000 und die Werbung. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, das habe ich auch gesehen. So, Garage, gibt es einen neuen Bus, den wir uns holen können? Shop. Denn immer ein ab Level 9 kommt der neue Iveco. Okay. Dann können wir uns trotzdem, wir haben 3 Busse. Holen wir uns den neuen Iveco. Der kostet 3. Gut, okay, dann lassen wir mal das Geld noch sein. Busse, hier, Garage. Mercedes, den fahren wir ja nicht mehr bearbeiten. Denn ich habe gesehen. War die dort Werbung gewesen? Stand da Werbung da? Hm, okay. Und mindestens einfach ausschließlich. Du Scheiße, hier kommt ja ein Haufen Zeug dazu. Gut, erstellen wir erstmal schnell eine Strecke, die maximal 8 Haltestellen zu tun haben. Da können wir hier, hier. Hier, dann fahren wir rüber. Von hier rein, hier rein. Hier, hier. Ja, okay. Speichern. Dann können wir die Fahrt fahren. Fahrt, die welche die beiden Städte verbindet. Okay. Ich würde gerne noch einen Bus holen. Bus, Busshop. Das ist Erdgas. Okay. Das heißt, wir brauchen bis zu Level 9. Wir holen uns am Also ein Lein können wir uns nicht leisten. Komm, wir holen uns noch ein Zetra. Was anscheinend nicht geht. Achso, wir können nur... Achso, ja, wir brauchen hier die Dinge, die wir kaufen. Och, das ist doch scheiße. Gut, dann nehmen wir die Strecke, fahren die Strecke. 1928 Tanja, nehmen wir die Tanja, nehmen wir hier raus und setzen die mal auf die Strecke mit welchem Bus? Mit dem Citro. Okay, starten. Und wir nehmen die hier. Mit uns in meinen. Tag aus, 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 aus. Starten, okay. Oh.
Das heißt, so, jetzt bin ich mal gespannt, wo ist unsere Halle? Da gucken wir gleich drauf. Ich weiß nicht, wo wir sind. So. Das Einsteigen, das ist ja noch mal. Ach du Scheiße, wir müssen das mal rüberfahren. Das aus, das an, das. Habe ich die jetzt angemacht? Ja. So, da fahren wir es mal rüber. Das ist eine relativ kurze Strecke, haben wir ja gesehen. Dann fahren wir mal schnell mal hier rüber. Läuft bei uns. Also langsam macht mir es extrem viel Spaß, das Spiel. Pech. Ich habe Leute abzuholen. So. Eigentlich auch gut, die ganze Zeit Kurven zu fahren. Scheiße. Das gibt ja Bonuspunkte, also Sternchen, bisschen. Muss man auf die Hut gucken. Okay, wir haben es kurz vor Halbius. Also halb sechs und in 2,5 Stunden muss ich dann auf Arbeit sein oder losfahren. Bis dahin muss ich mir dann noch was zu essen gemacht haben, da gehe ich gleich nochmal los und tue mir was. Immer essen werden bei den Simpsons und dann läuft das doch. Schöne Gegend eigentlich hier unten. Also man schaltet irgendwie relativ schnell frei, was ich aber gut finde. Was aber auch scheiße ist, wisst ihr? Gut, jetzt kommt natürlich eine große Aufgabe hier mit den ganzen 85% der freigeschalteten Strecken. Und ach, müssen wir uns dann nochmal angucken. Und dann später, wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten durch. Alter, das war ein Schlagloch. Agrarzentrum, okay. Wobei ich auch gedacht hätte, dass sie werden so Dings sein. Ein paar Felder und sowas. Okay. Ich habe nichts gesagt. Können wir uns überlegen, wann wir dann eigentlich dann mal kontrollieren, wann der fährt. Wohl. Nutribor Forschungslabor. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Och Mann. Eine Fahrkarte bitte. Jo, eine Vorkarte bitte. Was gibt es denn? Eine Tagessenior. Du hast wieder mal nicht an den Senior. Das habe ich dir schon letztes Mal gesagt. Danke. So. Dann mache ich was nicht den Fehler und gebe irgendwann mal zu viel raus. Aber es dauert eine Sekunde eben länger. Man sich konzentrieren muss, weil ich jetzt zusammen eingehen muss. Zuckerfabrik. So, ich bin vor allem mal gespannt, was noch so kommt. Also am meisten bin ich auf die Gelenkbusse gespannt. Was uns da war, also wie schwer das ist. Ich habe ja den Bus-Simulator 2014, glaube ich, war der letzte. Habe ich ja nicht gespielt. Deshalb kann ich auch nicht einschätzen, wie es ist. Komm, wir machen mal kurz. Hier ist die Fahrkarte. Was? Na klar, hier.
bitte. Klar. Ich weiß, dass man nicht drin kann. Warum habe ich mal schnell die Zeit genutzt? Auch wenn ich jetzt schon bei der Altstelle hätte sein können. Auf gut Glück fahre ich jetzt hier durch. Auch wenn ich die Vorfahrt habe. Ist das überhaupt der richtige Bus? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, es gibt nur eine Rampe. Okay, das hat mich... Ja, okay. Ergibt doch Sinn. Woche Standard 2. Danke. Mache ich auch eigentlich nicht, also wann schließe ich schon die Haustür ab? Also kann man am besten einbrechen, falls man den Schlüssel verloren hat. Okay, gut, der will raus. Moment, wo ist mein Hut hin? Gut, jetzt hätte ja sein können, dass er gleich vergisst, aber... Die mit so gewunken. So, okay, die Strecke ist natürlich jetzt dämlich gewählt, dass man jetzt... Aber wie gesagt, blinken bringt Punkte. Und auf so einer kurzen Strecke ist öfters blinken vielleicht nicht schlecht. Wobei natürlich so die Fahrten ein bisschen länger gehen. Dann fahren wir jetzt aus dem Agrargebiet in die vier Haltestellen des Industriegebietes. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Das weiß ich nie. Aber du hast eine Fahrkarte. Deswegen ist mir das scheißegal, wie du hierher gelandet bist. Oder? Hast du eine Fahrkarte? Nee, gerade habe ich nie kontrolliert gehabt. Hier hätte man auch nochmal halten können. Ich weiß nicht, hätte das funktioniert? Das hätte man mal probieren können. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ja, wärst du schon, aber das wäre anstrengend, oder? Was ist denn das mit der Sonnenblende hier? Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Aber wenn es eine Wiederholung ist, wie soll es denn von der aktuellen... Das muss man davon mal... Kapieren brauchen wir hier nicht vieles, oder? So. Ich freue mich auch. Ich darf diese Woche sonntags arbeiten. Und ich habe auch Videos, naja, vorproduziert, nicht unbedingt. Ich lasse es auch jetzt mit dem Sendeplan wieder mal. Muss eben nur gucken, wann ich welche Parts auf Moment. Habe. Wo ist meine Tasche? Ja, noch muss sie neben dir liegen. Das ist ein großes Schlagloch gewesen. Oh, tut mir leid. Ja. Mach ich mal lieber vorher.
vor, das heißt, ich habe mich nicht drum gekümmert. Das ist genau das gleiche, das mit dem Anhalten, da habe ich von Pete mit jetzt hier geguckt. Du musst wirklich anhalten, wenn sie fragen, sagen hier, warum darf ich aussteigen und so. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Das ist perfekt hier, die Haltestelle für den. Kannst du Hans mit hier wieder zurückkommen? Für die großen Busse. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo, Mama. Einzelstandbrücken. So, auch wenn wir zu spät sind. Was? Was? Ach so. Hier ist die Fahrkarte. Ich hoffe, Ihnen mal. Oh, nein, ich. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Ach so, hier. So. Da waren jetzt zwei, die nicht haben. Ich denke, das wird so extrem schwer, dass ich doch jetzt schon. Das war ein bisschen zu schnell für die Grube. Aber merken tue ich mir eh nie. Was denkt denn hier so? Wie ich das hinbekomme? Geil. Also Sicherheitsbeschränkung ist doch schon ganz schön. Leute, kommt, ich muss heute noch andere Arbeiten machen. Immer Fußgängerweg über Fußgängerüberweg freilassen, so. Scheiße. Gut, dass ich komme vorbei. Das kotzt mich gerade an. Bin mal auch mal gespannt, ob jetzt auf den anderen müsste man vergleichen, aber ich habe. Boah, leck mich doch im Arsch. Zentrallage. Die Fahrt kann ich ja fast komplett vergessen. Eine Fahrkarte bitte. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Danke. Ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Oh. Das ist die vorletzte Haltestelle. Dann machen wir noch mal eine Kontrolle von den Fahrkarten her. Und dann war es das auch. Dann fahren wir wieder zurück. Auf gut Glück fahren wir hier durch. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Wer kennt das nicht wahr? Das sind so schöne große Haltebuchten hier. Wasseraufbereitungsanlage. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, damit ich nochmal alle kontrollieren kann. Wiedersehen. Tschüss. Ich steige fast alle aus. Kann ich bitte eine Frage? Oh, gerne. Einzelstandardrucken 280.
Na klar. Augenblick. Oh, zu dir. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Da habe ich jetzt durch 4 habe ich glaube ich einkassiert. Auch gerne mal Multiplayer jetzt zocken. Vor allem wenn man so viel. Ich habe schon gesehen, da gibt es irgendwie einen Bug, man kann nur ein Fahrzeug, und zwar einen Citrus Car. Nächster Halt, Bootskorb, Lagerhalle, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, schnell mal aussteigen lassen. Tschüss! Bringen wir mal die große Fahrt hier. Das geht ja noch mal so schön mit den kleinen Bussen hier. Ich glaube, mit den Gelenkbussen kann man das komplett vergessen. So, und hier rein irgendwie. Ah, kein Unfall. Das ist gut. Hier mit Gelenkbussen reinzufahren. Ach, leck mich doch. So, Schluss aus Ende. Was hier? Also die dümmste Fahrt überhaupt. Kollision 3, ach du Scheiße, da gab es einen Haufen Minus. Ach du Scheiße, gab es einen Haufen Minus. Neuer Bus. Nice. Ha, das ist natürlich die Frage, was machen wir? Kaufen können wir nicht. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel die eigentlich eingebracht haben. Die beiden Einkommen 9 vor weniger oder gut, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.